Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dem letzten Video haben wir uns die neue DJI Air 2S mal genauer angeschaut und ausgepackt und mal geschaut, was alles im Packungsumfang der Fly More Combo mit drin ist. Und heute soll es darum gehen, dass wir die Drohne aktivieren in der App und für den ersten Flug vorbereiten. Also, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, lehnt euch zurück und los geht's! Ja, was brauchen wir alles für unseren Jungfernflug? Wir haben den Akku geladen, zunächst mal einzeln am Ladegerät. Das letzte Mal gab es so Probleme mit dieser Ladeleiste. Da sollte man sie erstmal einzeln im Ladegerät anstecken, ohne diese Leiste zu verwenden. Habe ich jetzt mal gemacht. Dann brauchen wir natürlich die Fernsteuerung. Die sollte auch geladen sein, in dem Fall halb voll. Das sollte passen. Und natürlich unser Smartphone brauchen wir, um das Ganze zu aktivieren. Dann setzen wir unseren Akku mal hier ein. Und bauen mal das Smartphone in die Halterung. Mal schauen, ob, ja, da ist direkt der Lightning-Anschluss an der Fernsteuerung schon mit dran. Es gibt auch diese Kabel zum Wechseln. Das heißt, falls ihr ein Android oder sonstige Geräte habt, mit USB-C, einfach aus dem Zubehörteil diesen Adapter anstecken und dann könnt ihr auch direkt schon starten. Okay, dann wollen wir mal starten. Öffnen zunächst mal die DJI Fly App, da wo alle Drohnen bis jetzt registriert sind. Und dann können wir schauen, dass wir die neue DJI Air 2 dort hinzufügen. Ich starte für euch mal die Bildschirmaufnahme, dann könnt ihr es ein bisschen besser mitverfolgen. Gut, dann starten wir den Controller und lassen ihn mal die Drohne suchen. Und dann werden wir mal unsere DJI Air 2S das erste Mal starten. Einmal kurz, einmal lang. Der Lüfter läuft schon mal. Und das obligatorische Signal. Sehr gut, okay, sie läuft schon mal, das ist ein gutes Zeichen. Und man sieht auch, dass die LEDs, ich hoffe, man kann es erkennen, wirklich sehr hell sind. Ich muss gerade mal das in die Kamera halten. Also das macht schon mal einen guten Eindruck. Ist immer gut, wenn man die Drohne auf Sicht fliegen muss, dann ist es immer gut, wenn man sie auch wirklich sieht, wenn sie sich eben kenntlich macht durch das Licht. Gut, da kommt auch schon Gerät aktivieren auf unserem Smartphone. Das ist super, das heißt, ich kann meine Bedingungen hier durchlesen, sage, okay, das ist alles super und sage jetzt aktivieren. Die SD-Karte habe ich eingelegt. Das kann ich also bestätigen. Die ist hier mit drin, so eine SanDisk-Karte. Achtet auf die Geschwindigkeit, dass die auch schnell genug schreiben kann mit dem großen Kameramodul. Link packe ich in die Beschreibung. Könnt ihr gerne mal gucken, die sind echt in Ordnung. Gut, die Produktinformationen und Warnhinweise haben wir auch gelesen. Können wir hier angeben und ich kann jetzt direkt, das Konto war schon vorher eingerichtet, kann ich einfach sagen, aktiviere bitte diese DJI Air 2S auf dem bestehenden Konto. Um die Aktivierung abzuschließen, das Fluggerät neu starten, das kriegen wir hin. Erneut versuchen, Aktivierung erfolgreich, das ist super. Ja, dann kommt das Care Refresh aktivieren. Ich hatte es ja auch schon mal in einem Video beschrieben, das ist so eine Art Versicherung. Das heißt, wenn ich selbst die Drohne gegen einen Baum fliege, im Wasser versenke oder wie auch immer, habe ich die Möglichkeit, in dem Fall zweimal das Gerät auszutauschen. Das ist zwar kostenpflichtig, aber trotzdem viel, viel günstiger als eine neue Drohne zu kaufen. Und bis jetzt hatte ich einmal einen Crash und das ist schon sehr eindrucksvoll. Somit, ja, ich werde auf jeden Fall dieses Care Refresh dazu nehmen, weil es eben schnell passiert, dass dieses teures Stück Technik auch dann einfach kaputt sein kann. Gut, dann sage ich hier Care Refresh Service aktivieren. Der soll an meine E-Mail-Adresse gebunden werden. Das ist auch in Ordnung. Gut, die Schaltfläche. Ich hoffe mal, das heißt okay. Dann drücke ich mal hier drauf. Gut, und damit haben wir die Drohne auch schon aktiv, wie ihr sehen könnt. Das ging wirklich schnell. Oh, hier oben haben wir gerade noch eine Meldung, da gehen wir nochmal drauf. Die Firmware-Aktualisierung. Start nicht, die Firmware bitte aktualisieren, der Start ist nicht möglich. Gut, das machen wir. Das heißt, wir gehen hier zurück und sehen hier schon, okay, da ist eine Firmware-Aktualisierung von 182 GB. Da schauen wir, was alles drin ist. Ah, da kommen die ganzen Funktionen mit rein. Zum einen Master Shots, diese automatische Flugmanöver, die dann nachher so ein schönes Video machen mit verschiedenen Einstellungen. Das sah in den Sachen, in den Videos, die ich gesehen habe, schon sehr, sehr cool aus. Bin ich sehr gespannt. Dann die AirSense-Funktionalität, also wirklich das Erkennen, aktive Erkennen von Fluggeräten, Flugzeugen, Leichtflugzeuge ab einer gewissen Größenordnung, sollen diese Signale eben ausstrahlen. Das kann die Drohne empfangen und kann mich als Pilot am Boden warnen. Hey, Achtung, da kommt ein Fluggerät, bitte reduziere mal die Höhe oder flieg aus dem Weg. Sehr cool. Pro-Foto-Modus ist mit drin.
APAS 4.0, also diese Objektumfliegung, die Erkennung von irgendwelchen Hindernissen, ist da in die neue Version mit drin. Gut, die Hinderniserkennung, wenn es auf 1080p mit maximal 60 Frames pro Sekunde ist. Dann die Unterstützung für den Smart Controller, den ihr nehmen könnt. Und die Optimierung von dem FPV-Modus, also dem First-Person-View-Modus. Das heißt, ihr könnt die Drohne quasi dann so schwenken oder zur Seite neigen und der Gimbal neigt sich so ein bisschen mit, als würde man im Cockpit von einem Flugzeug oder von der Drohne eben sitzen. Das soll auch verbessert worden sein. Gut, dann lassen wir sie mal hier aktualisieren und schauen, ob wir dann bereit sind für unseren ersten Flug. Okay, sie ist jetzt sehr lange bei 70% stehen geblieben und jetzt steht nochmal so eine andere 0,7 Megabyte großes Update hier auf dem Display und das scheint er noch nachzuinstallieren. Das warten wir jetzt auch noch ab und dann scheint es gleich fertig zu sein. So, er sagt, es wäre fertig, die Firmware ist installiert. Okay, da sehen wir jetzt die DJI R2S. Wir sagen mal fliegen. Ja, ich soll nochmal auf die SD-Karte wechseln, das kriegen wir hin. Und die werden wir jetzt direkt mal formatieren und gerade mal schauen, was es so alles Neues in der App gibt. Ich gehe mal ins Menü, da haben wir das Thema Sicherheit. Er will wissen, was er machen soll beim Annähern an Objekte. Ich möchte gerne nicht, dass er bremst, sondern er soll es umleiten, damit ich eben, wenn ich irgendwo darauf zufliege, dass er automatisch eben ausweicht, aber weiterfliegt. Gerade beim Verfolgen natürlich sehr, sehr hilfreich. Kann ich den Seitwärtsflug deaktivieren? Das hat man vorher auch schon. Also, dass er wirklich nur da vorne in eine Richtung fliegt und nicht zur Seite sich dreht. Und damit kann ich eben eine gerade Strecke fliegen. Das kann ich aber auch schnell aktivieren. Flughöhe 120 Meter, das passt. Flugdistanz lassen wir auch mal. Die Rückkehrhöhe lassen wir auch mal auf 100 Meter. Das macht Sinn. Das sieht soweit alles gut aus. Zusatzbeleuchtung können wir einen ausschalten. Die LED an der Unterseite. Das passt. Die Steuerung, die lasse ich auch so, wie es ist. Dann habe ich auch so das Ganze gelernt und würde da auch nichts mehr verändern. Ja, das Motivscan, das eben automatisch guckt über künstliche Intelligenz. Ist das eine Person? Ist das ein Fahrzeug? Und dann würde es automatisch anbieten. Und durch einen Tab auf dem Display kann ich eben dieses einzelne Objekt markieren und dann würde er das erkennen und verfolgen. Okay, das sieht aber so aus, als wären da keine neuen Funktionen mehr drin. Dann die Kamera. Und da ist ja einiges passiert, gerade mit dem neuen Sensor. Also das ist wirklich, ich bin sehr, sehr gespannt, was da rausfallen kann. Wir haben die Möglichkeit, im D-Log zu filmen, also so, dass ich eben ein sehr flaches Farbprofil habe und kann das eben im Nachgang dann nochmal anpassen. Ich habe hier die Möglichkeit, zwischen H264 und H265 zu nehmen. Da es der neuere Standard ist, nehme ich mal H265. Ja, dann das Objekt-Peaking, das ist ja was Neues, weil ich jetzt auch die Möglichkeit habe, auch auf ein bestimmtes Objekt im Vordergrund zu fokussieren und der Hintergrund wirkt dann etwas unscharf. Da muss man mal schauen, wie gut das der kleine Sensor hier überhaupt hinbekommt. Die Aufnahmen zwischenspeichern lasse ich auch immer an. Das heißt, er speichert auf dem lokalen Handy hier auch Daten mit. Falls irgendwas verloren geht, die Speicherkarte kaputt ist, habe ich die Daten eben noch hier auf dem Smartphone. Das passt aber soweit auch. Die Übertragung, ja, Smooth oder HD, also entweder Smooth, dass das schnelle Bildwechsel auch erkennbar sind, oder HD, eben eine hohe Bildqualität, das lasse ich auch so. Und ich lasse auch hier die automatische Kanalwahl etc. und Frequenz, da stelle ich auch nichts ein. Das bleibt auch so. Was gibt es denn hier Interessantes Neues? Ich sehe zum einmal den Autofokus-Knopf. Das heißt, hier kann ich den Fokuspunkt eben von sehr nah auf sehr weit manuell verschieben. Und ich kann eben hier, wenn ich drücke, diesen Fokuspunkt auch manuell wählen. Ich lege meine Hand hier hin und dann sollte er, wenn das Licht passt und der Abstand passt, eben passend das Ganze fokussieren. Manueller Fokus, Autofokus und darüber haben wir noch eine Taste mit Einfach-, Zweifach-, Vierfach-, Zoom. Ist vielleicht ein bisschen unglücklich gelöst, muss ich sagen, gerade so die Tasten neben der Aufnahmetaste und Autofokus und Zoom gerade so nebeneinander. Mal schauen, wie oft man sich da verdrückt. Das Aufnehmen kann man ja noch hier über die Hardware-Taste hier an der Fernsteuerung machen, das ist noch okay. Was mir noch gerade aufgefallen ist, es gibt hier oben in der Ecke noch ein Symbol für die Sensoren. Sichtsensoren normal. Das kenne ich so noch nicht, diese Anzeige. Also entweder ist mir es vorher nicht aufgefallen oder es ist wirklich neu mit dazu gekommen. Vielleicht gibt er hier auch wirklich Warnungen, wenn der Sensor durch Gegenlicht oder durch irgendwelche anderen Sachen beeinträchtigt ist. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ansonsten ist das ein sehr gewohntes Bild. Also jeder, der irgendwie eine Mini 2, Mavic Mini oder eben eine R2 fliegt, der kennt auch hier die Funktionen. Gehen wir mal kurz in die Kamera-Modi. Ah, hier kommt schon das Thema Master Shots. Das schauen wir uns gleich mal an. Beim Video habe ich einmal die Möglichkeit, Normal- oder Zeitlupe auszuwählen.
Und im normalen Modus kann ich eben hier unten, wenn ich auf die Auflösung klicke, unten rechts auf dem Display eben dann nochmal sagen, okay, ich möchte 2,7K, 1080p oder die höchste Auflösung 5,4K mit maximal 30 Bildern pro Sekunde oder eben im 4K-Bereich dann bis zu 60 Bilder pro Sekunde auswählen und das als Aufnahmemodi dann verwenden. Was haben wir noch? Wir haben diese Master Shots und da bin ich mal sehr gespannt. Okay, das geht nur im Flugbereich, das heißt, diese automatischen Flugmanöver macht er auch nur oder zeigt er auch nur an, wenn das Objekt, also wenn die Drohne in der Luft ist. Quick Shots kennen wir auch von vorher, Hyperlapse kennen wir und Panoramaaufnahmen, da hat sich also ansonsten nichts mehr getan. Gut, das waren jetzt so die Startvorbereitungen von der Aktivierung der Drohne selbst, des Care Refresh Paketes für die Versicherung, über das Firmware Update, die neuen Funktionen, beziehungsweise über die Neuerungen der DJI Fly App. Das heißt, für mich heißt es sofort einpacken und raus in die Natur und die ersten Aufnahmen mit dem ersten Flug machen. Und das seht ihr natürlich auch in einem der nächsten Videos. Wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!